So, willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Wir sind hier in der Montagsaufnahme und heute wollte ich euch zeigen, wie ich Beete fahre mit dem Ropa und kurz zeigen, was euch diese Woche an Update für den Kögel erwartet. Nebenbei machen wir hier so ein bisschen Ernte, Luzerne säen, Waren verteilen und das Ganze beim Mal 1, weil wir am heutigen Tag noch so einiges schaffen wollen. Vor allen Dingen, wie viel war das da unten? 42 Hektar Baumwolle. Da haben wir was zu tun. So, er ist noch unterwegs. Dann fahren wir noch eine Runde. So, fahren wir mal ein bisschen selbst. Ja, Micha, aus der hier fehlt auch ein bisschen Deko, ne? Das ist mein Schweinehof. So, was gibt es Neues beim Kögel? Ich war eben im Single, im Testspielstand, da habe ich gar nicht. Ja, da. So. Was es Neues gibt, ist ein konfigurierbarer Autoloader. Nämlich 3,75 Meter Ballen in der Ladehöhe und 2,50 Meter Paletten. 2,50 Meter heißt nicht unbedingt 78, auch wenn er 78 anzeigt. Die durchschnittliche Höhe wird gerechnet mit einem Meter. Wenn ich jetzt diese kleinen Standard-Vanilla- Dinger für Tomaten und so benutze, dann packt er da auch drei Paletten übereinander. Ne? Aber er zeigt halt nur die Menge für zwei an und der Autodrive wird auch nach zwei Palettenhöhen losfahren. Ja, ne? Das ist das, was es jetzt schon gibt. Ich habe dann noch eine gemacht mit nur 2,50 Meter Ballen. Das heißt, bei den Rundballen zum Beispiel packt er nur zwei Lagen übereinander. Sind also deutlich weniger Ballen bei gleicher Palettenbeladung. Und dann haben wir noch eine für die Leute, die einen extrem starken Rechner haben. Na, die hohen Ballen wie bis jetzt, weil die Ballen sind, machen ja nicht so viel Performance wie die Paletten. Aber 3,75 Meter Paletten, das heißt von Haus aus schon drei Paletten übereinander. Und wenn es die kleinen sind, kriegt man sogar bis zu fünf Lagen aufeinander. Einfach daneben stehen und nochmal auf, und wenn er, sobald er sagt, er ist voll, nochmal auf Aufladen klicken, dann lädt er weiter. Na? Und das sind dann diese drei Konfigurationen. Auf diese Weise hat man da noch ein bisschen mehr Varianz für die Leute. Ne? Die 2,50 Meter Ballen sind dann für die Leute, die etwas realistischer spielen wollen. Denn nur 2,50 Meter die Ballen hochstapeln wäre realistischer. Ich bleibe bei den Konfigurationen, wie es jetzt ist. Mir gefällt das so gut. Aber es gab häufig Anfragen, oh, das ist viel zu viel. Andere sagten, oh, da geht aber noch mehr. Ja, jetzt könnt ihr euch aussuchen. Das kommt diese Woche am Modell. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Sollte nur eine Kleinigkeit sein. Vielleicht freut sich der ein oder andere ja dann doch darüber. So, Pitti, aufgepasst. Ja, Pitti gehörte zu denen, die es gerne etwas realistischer gehabt hätten. Na, deswegen gibt es die 2,50 Meter Ballenkonfiguration. So, Pitti, hier sind wir am, das ist dieser andere. Na, der speziell mit der
Das ist ein Standard-Misthaufen von Giants, weil wegen, ne, um ihn so zu platzieren, dass ich hier ja die Abladezone habe, das geht ja mit denen von Fett nicht. Deswegen habe ich hier einen Standard-Misthaufen gemacht. Deswegen hat er ja auch 4 Millionen Kapazität. Es sind jetzt nur 50.000 drin. Und da sieht das mit der Plane ordentlich aus. Auch wenn die hier vorne auch so ein bisschen durchbackt. Hier am unteren Rand. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Okay, Micha, dann werden wir doch mal gucken. Welche Früchte brauchen denn eigentlich weniger als 100 Dünger? Also eigentlich ist die Frage, welche Früchte sollte man vorher nicht mit Gülle düngen, ne? Oder mit Gärresten oder sowas. Ich habe mir aufgeschrieben, keine Gülle, Gärreste etc. bei Sonnenblumen, Soja, Gras und Hafer. Ganz kritisch ist Soja, denn Soja braucht gar keinen Stickstoff. War doch Stickstoff, ja. So, Hömsen hier ist noch beschäftigt. Die Gülle ist noch beschäftigt. Er hier braucht man nicht. So, das zweite, was sich hier dran getan hat, und dafür fahre ich jetzt mal, brauche ich nicht rausfahren, kann ich so zeigen. Ich schalte jetzt hier mal diese Kollisionsboxen ein. Ich habe es häufiger gesagt, beim Fahren bewegen sich diese Kollisionsboxen und ich habe es jetzt geschafft, diese Kollisionsboxen dazu zu bringen, sich nicht mehr zu bewegen. Also selbst bei schnellen Fahrten und in Kurven bleiben die starr oder fast starr, ne? Genauso starr wie die Kollisionsbox des LKWs an der richtigen Stelle. Das verringert wiederum Überlagerungen und somit stabilisiert das Ladeverhalten. Nein, nein. Er hat nur Misthaufen gemacht, die man besser anbinden kann, ne? Also, mal kurz hier hingehen. Ne, hier in diese Lücke passt natürlich der Misthaufen. Ne, wenn der Abladepunkt hier wäre, wäre das ziemlich suboptimal. Ne, da passt das mit dem Abladepunkt auf hier vorne viel besser. Ne, oder man müsste ihn längs reinstellen. Ne, und, ne, aber so, ne, wenn du ihn längs reinstellst, kannst du nicht mehr mit der Schaufel ranfahren. Das Komische ist, dass sich das hier auch so komisch verhält, wenn man das Ganze mit der Schaufel rausholt. So, nein, wir machen keine Voraussage, wir verkaufen einfach. Hup. So, Stoff haben wir jetzt gerade nicht. Ach, guck mal, die, genau pünktlich zur Ernte, ne? Zuckerfabrik braucht Zuckerrohr. Und das waren nochmal wieder 438.000 für diese Lieferung. Dann nochmal 37.000 das andere und gesamt nochmal 62.000. Durch die beiden neuen Felder hier unten mit 57% und 72%. Denn alles andere ist mittlerweile 97%+. Habe ich im Moment eine Einbußen auf 13% runter. Wir waren ja auf 14% und hier auf, ich glaube, auf 97 oder 96 hoch. Das machen die neuen Felder natürlich jetzt zunichte. Ich hoffe natürlich auf ein bisschen Boost, wenn jetzt die Baumwolle eingefahren wird. Aber das werden wir sehen. So, er hier ist noch im Hofsilo beschäftigt. Oh, er hier ist fertig. Dann können wir ihn jetzt hier schon mal losschicken. Also, Saatgut. Saatgutabholung. Hof, Silo, Anlieferung. Da dann nur 200.000 drin sind, maximal holen wir mal zwei Lieferungen raus.
Er hier ist immer noch schön beschäftigt. Fein, fein. Und das dauert auch noch eine Weile, bis der fertig ist. Und schon sind wir wieder hier. So, dann kommen wir zum zweiten Versprechen. Ich zeige euch, wie ich die Beete fahre mit ihm hier. Die Standardbeete von Cursplay ist, man teilt das Ganze ein bisschen auf und fährt dann einmal in der Mitte rauf, runter und dann immer so im Kreis größer werdend. Ne? Das mache ich nicht so. Ich fahre hier, wenn ich hier rauf fahre, dann drücke ich, ne, dann nulle ich nochmal meinen Enhanced Vehicle, damit ich hier auf Bahn 0 bin. Warum? Ich möchte ja am Ende dann auch wieder hier hochfahren, damit ich auch beim Hochfahren, also bei der ersten Bahn nach dem Beet wieder hier mit dem Rohr bin, brauche ich eine ungerade Anzahl. So, und ich bin jetzt immer Bahn 13 runtergefahren. Ne? So, das heißt, ich fahre jetzt hier einmal rum. 8, 9, 10, 11. So, hier ist Bahn 13. So, das sieht jetzt hier aus wie fast die Mitte. Darum geht es aber nicht, weil ich fahre jetzt gleich die gleiche Bahn nicht wieder zurück, sondern die andere Seite hoch. Das Problem ist, der Automat, der Autodrive-Fahrer, ne, das bringt jetzt hier nicht viel, weil die Bahnen eh nicht lang genug sind, damit der Autodrive-Fahrer kommen kann. Danke, Pitti. Da freuen sich einige. Muss ich mindestens 3 Bahnen frei haben. Das heißt, ich fahre jetzt hier rauf, runter, rauf. Na, also eigentlich so rum, für das Beet so. Dann fahre ich hier wieder. Und erst wenn ich wieder in die Richtung fahre, könnte der Autodrive-Fahrer ohne die Frucht zu durchfahren überhaupt kommen. Deswegen fahre ich jetzt hier am Ende in die Richtung und mache es nicht wie Cosplay. Mit jeder Runde wird das, was ich fahre, größer. Sondern mit jeder Runde wird das, was ich fahre, ne, wird das Beet kleiner. Auf diese Weise bin ich jetzt schon wieder. Ne, also ich fahre dann eine Bahn mittendurch, wo recht, ne, wo der Autodrive-Fahrer nicht vernünftig an mich rankommt. Oder auch, wenn man zu zweit spielt, wo der andere Fahrer nicht ohne, ne, nicht mit Fruchtzerstörung an mich rankommt. Sondern nur eine Bahn. Und die zweite Bahn ist wieder eine vollständige Bahn, wo Autodrive mich erreichen kann. Und vielleicht kommt er jetzt auch irgendwann mal angeschissen. Also bei so kleinen Feldern ist es eigentlich, wäre es von Vorteil mit mehreren Abfahrern, aber da ich ja nebenbei auch noch andere Arbeiten verrichte, ist das ganz praktisch. Jetzt mit der Geschwindigkeit sogar noch weiter runter, damit er sich schön voll fährt. So, und jetzt fahre ich die nächste Runde einfach hier. So, der fährt jetzt sowieso weg. Ich habe gerade abgebunkert, habe also genug Platz für hier zu fahren. Klar passt hier auch der Abfahrer durch, aber wenn ich jetzt das Rohr ausfahre, reicht das als Platz nie, damit der Abfahrer unters Rohr kommt. Klar, ich kann dann hier noch so ein bisschen hantieren mit dem Rohr, aber dass er genau diese Spur daneben fährt, das klappt nicht. So, haben wir eine Frage.
Pump and Hoses und baue gerade die BGA, aber irgendwie scheint das Methan nicht nachzukommen. Genau, die Frage von Panic Pity ist da das Wichtigste, denn das große Blockheizkraftwerk ist zurzeit fehlerhaft. Denn es hat nicht wie die anderen 24 Zyklen und passt somit zu dem Rest, sondern da hat sich eine Null reingepackt und es hat 240 Zyklen und deswegen kommt da nie was nach. So, ich fahre jetzt mal wieder, ne, wie wir hier vorne sehen, hier ist ja unser Haltepunkt. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter vor, damit ich nachher bequem ohne großes Wendemanöver an ihn hier rankomme, um mir wieder was zu holen. So, in dem Moment gehen wir jetzt mal kurz hier zum Heizkraftwerk. So, ich habe den 30 Meter Fermenter zum Beispiel hier stehen. Ah, da kann man mal kurz gucken, was haben wir hier? So, hier ist noch genug Mist drin. Oh, das Ding hier für die Silage ist leer. So, und ich habe hier, wie man sieht, zwei kleine und ein mittleres gebaut. Und warum, das zeige ich jetzt auch. Ich produziere auf drei... was ist das denn? Braven, bist du am Start? Das sieht komisch aus. Ja, das sieht definitiv komisch aus da mit der Gülle. Das Symbol gehört da eigentlich nicht hin. Da muss man nochmal gucken. Aber, da mache ich jetzt mal kurz einen Screenshot von. So, ich produziere das Ganze also nur mit drei Zutaten, weil ich Zuckerrübenschnitzel nicht genug habe. Und damit macht der hier 1449 Methan, produziert die, in die Biogasanlage verteilen. Und hier ist die BGA Süd, das Bio-Heizkraftwerk. Und hier steht immer 0 und Gütner, immer wieder geht das Ding aus und immer wieder 0 und immer wieder geht das aus. Danke, Angus McAram, für dein Follow. So, aber das heißt nicht, dass das nicht gut ist, denn sie verbraucht 1496. Und wenn wir diese beiden Werte hier vergleichen, dann produziere ich fast, ne, also 1450 rund und 1500 verbraucht es. Deswegen steht hier unten Bioheizkraftwerk 96%. Das heißt, es läuft gut. Es wird nichts in der Fackel verbrannt. Und dann bringt dieses Bioheizkraftwerk, also diese BGA, ne, weil ich das ja nicht verteilen kann. Hier ist der erste Monat, wo es voll gelaufen ist. Mir 191.000 Euro, die reinkommen. Ja, dementsprechend, dem entgegen stehen ein paar Millionen an Baukosten. Aber gut, ne, man kann ja nicht alles haben. So, und darin gibt es im Moment auch keine richtigen Fehler mehr, die aufgetreten sind. So, was haben wir denn hier? Mal kurz auf meine schlaue Liste gucken. Feld 16 ist gepflügt. Dann holen wir uns mal den Kalker. So, hier haben wir den Kalker. Feld 16. Meter, Feld 16. Wenn du da bist, fängst du direkt an. So. Dann haben wir jetzt hier den frei gewordenen Flug. Den brauchen wir aber nicht. Stark beschädigt ist er nicht. Willkommen in Ihren Fans. Kann er parken gehen. Wir können natürlich hier nochmal gucken, ob jetzt hier auch alles gepflügt ist. Das sieht aber soweit gut aus. Hier ist keine Frucht mehr, die übrig ist. Na, das heißt, wir sehen auch jetzt hier nur noch das. So. Warum tue ich jetzt kalken?
Spätestens wenn es dunkel ist, oder je nachdem, wie das Licht einfällt, kann man das, wo schon Steine gesammelt sind, nicht so gut erkennen. Wenn man zuerst kalkt und dann mit dem Steinesammler drüber geht, dann nimmt man quasi mit dem Steinesammler die Kalktextur, die weiße Kalktextur weg. Das macht das Ganze etwas übersichtlicher. So. Ja, also zu tun ist genug. Ja, wenn man mittlerweile so viele Felder hat wie ich, ne, dann. Und mir fehlen aber noch viele, ne? Aber ich mache das ja alles Schritt für Schritt und nicht auf einmal. Ich will mich auch selber nicht überlasten. Insofern. Ach ja, ich wollte noch gucken, was an Holz auf Lager ist. Ich meine nämlich, es wäre kein Holz mehr auf Lager. Was dann das Kritische ist beim. Und da ich aktuell auch keine Zeit habe zum Holzfällen, könnte man eventuell mit ein paar Bretterpaletten das Ganze verlängern. Holzlager. Ja, es sind noch 3000 Holz da. Also nix. Und ins Palettenwerk passen 400.000 Holz. Ja, also. Das ist nicht gerade die Welt. So, hier kommt schon wieder unser Abholer. Aber ja, ne? Können wir natürlich das bisschen Holz noch rüberfahren und wenn das nicht reicht, kann man vielleicht noch ein bisschen, vielleicht eine Palette Bretter reinkippen, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir wieder zum Holzfällen kommen. Die große von Fett. Hat das Menü verhauen? Du nicht warum? Und wenn, dann hätte ich gerne Fehlermeldung. Oha! Wir brauchen mehr Kalk. Also wenn der nächste freie Abfahrer da ist, brauchen wir Kalk. Ah, wir wollten Joghurt hier mitnehmen. Joghurt zum Aldi. Migration fährt noch. 86.000 sind noch drin, also er fährt noch das und das mal danach. So, wir brauchen Kalk. Silo-Anlieferung. Kalkwerk. Kalkwerk. Drei Ladungen. Fahr mal. Zuckerrohr in die Zuckerfabrik können wir jetzt fahren. Zuckerfabrik, Zuckerrohr. Boah, da passen 2 Millionen rein. Das ist ja heftig, ne? 1 Million haben wir nur. Also würde ich sagen, stellen wir den hier mal auf unendlich. Kann ja das, was ich jetzt gerade ernten, ja schon da hochfahren.
Wäsch ist Wäsch, ne? So. Es stand in dem Produktionsmenü nur noch Silage. Und das bei jeder Produktion. Also das klingt merkwürdig. Also das klingt eigentlich nach Mais Plus, aber die alte Version. So, hier sind wir wieder drin. Und dann sind wir schon wieder hier. Ja, und mit diesem, wir fahren weiter, verabschiede ich mich auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis dann und tschüss.